Radis Erben, der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind schon wieder da. Wir haben das schon fast irgendwie so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass da was im Busch ist. Allerdings, ich habe mich auch ein bisschen getäuscht, nachdem Marc-Nikolai Pfeiffer, der scheidende Finanzgeschäftsführer, anscheinend jetzt doch noch Entscheidungen treffen darf, hat er also Maurizio Iacobacci vor die Tür gesetzt. Gestern hatte Maurizio Iacobacci seinen letzten Tag an der Grünwalder Straße, bezeichnend, dass er es noch nicht wusste, als es die Bild-Zeitung schon wusste. Ja, das gibt es wohl wahrscheinlich auch nur so an der Grünwalder Straße. Ja, kann sich jeder seinen Teil dazu denken, wer da eventuell wieder was durchgesteckt hat an die Bild-Zeitung. Ja, also das hat natürlich ein Geschmäckle und das ist eine absolute Sauerei, überhaupt keine Frage. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, es ist ja absolut an der Zeit, da jetzt was zu machen. Ich habe es auch schon länger gesagt, dass Iacobacci mit seinem Latein am Ende war, so leid es mir tut. Es ist ein feiner Mensch, überhaupt keine Frage, aber er hat einfach zu viele Fehler gemacht und jetzt, ja, soll ein neuer Trainer kommen. Das Ding ist, was ich relativ bitter finde, Olli, es muss wohl eine Abstimmung im Mannschaftsrat pro oder contra Iacobacci gegeben haben, die dann eben negativ ausgefallen ist. Und dazu muss man wissen, dass der Großteil dieses Mannschaftsrates aus Reservisten besteht. Das ist schon bitter. Also meine Information ist zumindest, dass natürlich die Geschäftsführung auch eben bei diversen Spielern nachgefragt hat. Marc Pfeiffer hat es heute abgestritten, aber die Kollegen von der Abendzeitung haben dieselben Informationen gehabt wie ich. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dieselben Quellen haben, das schließe ich jetzt einfach mal aus. Es ist ja prinzipiell auch normal, dass man einfach mal ein Ohr an der Mannschaft hat, und es ist ja auch bekannt, dass der Mannschaftskreis sich einmal die Woche auch mit der Geschäftsführung unter anderem auch trifft und dass da eben über Themen auch gesprochen wird. Deswegen ist es für mich jetzt nichts Überraschendes auch, dass man sich da ausgetauscht hat, und es ist ja auch bekannt, dass ja schon diverse Spannungen auch im Umfeld es gab, oder sagen wir im Umfeld, sondern zwischen Trainer und Mannschaft, ja, aber ich sage mal so, wenn die Leistung nicht stimmt und dann immer auf den Trainer zu schieben, das ist einfach, ja, und man muss ja nur auf die Tabelle schauen. Also ich glaube nicht, dass es mit einem anderen Trainer besser laufen würde bei 60 München. Dafür ist einfach zu viel passiert oder zu viel falsch gelaufen. Eigentlich auch in dieser Transfervorbereitung dann schon ab Januar, Februar. Da braucht man sich dann nicht wundern. Und ich habe ja von Anfang an von der Übergangssaison auch gesprochen, dass man dann eben mit diesem Problem, auch mit Joel Schwarz, der seit Wochen nicht mehr zur Verfügung steht, dann sich eben auf so einem Tabellenplatz dann auch wiederfindet. Meine Prognose war damals, ohne Joel Schwarz Platz 10 bis 12, jetzt sind wir 15. Also für mich ist es keine Überraschung, dass man jetzt hier steht, wie man steht. Natürlich gab es immer wieder positive Ausschläge, wie das 3:2 in Saarbrücken. Das war wirklich eine grandiose Leistung. Also da lasse ich mich von dem Weg auch nicht abbringen. Und trotzdem muss man sagen, dass einfach die Niederlagen einfach dann oder zu viele Niederlagen auf das Konto dann auch von Maurizio Iacobacci gegangen sind oder heißt, beziehungsweise auf das Konto des TSV 1860, weil der Trainer kann dann natürlich, wie soll ich sagen, nicht alleine was dafür. Natürlich hat er den einen oder anderen Fehler gemacht, aber was ich auch sagen will, für mich war es kein Fehler. Wir haben beide auch schon drüber gesprochen, dass er vor einigen Wochen Marco Hiller das Vertrauen ausgesprochen hat und dann durch die Leistung eben, durch Hillers Leistung im Toto-Pokal in Pippinsried, dann wieder ins Grübeln geraten ist und ihn dann wieder aus dem Tor genommen hat. Also das ist für mich einfach, wir sind in einer Leistungsgesellschaft, es ist Leistungssport. Ich gebe dir recht, es war kein Fehler, ihn rauszunehmen. Es war aber ein Fehler, sich zwei Wochen vorher so derart hinzustellen, abzulesen von allen möglichen moralischen Formulierungen, die du nur irgendwie wählen kannst, Gebrauch zu machen und dann zwei Wochen später das über den Haufen zu werfen. Das war ein großer Fehler, da hat er sich taktisch wahnsinnig unklug verhalten. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ui, ich weiß es nicht, Prinzipiell ist es ja so, Marco Hiller ist der Vizekapitän und der hat ja natürlich auch einen Vertrauensvorschuss, er ist schon lange bei 60 München. Wir haben das Thema schon öfters besprochen, er hat aus meiner Sicht sich auch verbessert im Vergleich zur Vorsaison, aber der Kollege ist einfach eine Klasse besser. Das ist zumindest mein Eindruck.
Und dann wären wir eben in Pippins Ried. Also ich komme wieder auf Pippins Ried zurück, weil das war eigentlich so mehr oder weniger auch die Initialzündung für die Trainerentlassung jetzt, dass man als Vizekapitän so wenig Einfluss auf die Mannschaft auch nimmt. Ja? Weil ich nehme immer wieder alte Beispiele. Bei Werner Lorand, der hat auch teilweise Taktiken ausgegeben, da haben sich die Spieler dann am Ende kaputt gelacht und haben es dann eben selber auf dem Platz geregelt. Ja? Und wo ist da die Selbstregulierung auf dem Platz? Ja? Marco Hiller ist Vizekapitän, spielt schon 15 Jahre bei 60 München. Also, und der Gegner war ein Bayernligist. Ja? Man kann immer mal gegen einen unterklassigen Gegner aus dem Pokal rausfliegen, heute wieder Saarbrücken schlägt Eintracht Frankfurt. Also das funktioniert natürlich auch im großen DFB-Pokal, nicht nur im Toto-Pokal, aber trotzdem. Die Löwen haben gewusst, um was es geht. Es stand sehr viel Geld auf dem Spiel und so wie es ausschaut, momentan wird der Verein auch im nächsten Jahr wieder nicht im DFB-Pokal vertreten sein. Und da muss ich sagen, als Spieler muss ich da einfach auch eine eigene Initiative an den Tag legen. Und das habe ich nicht gesehen. Und da nehme ich auch ganz besonders Marco Hiller in die Pflicht. Ja. Und es kann dann nicht sein, aus meiner Sicht, dass man sich dann, wenn man einmal nicht spielt, dann bei der Bild-Zeitung ausweint oder bei irgendeiner anderen Zeitung auch. Ja. Ich sage immer wieder Beispiele: Thomas Hässler, Davor Šuker, der eine Weltmeister, der andere Welttorschützenkönig. Die waren auch schon bei 60 München auf der Bank gesessen. Nur gab es damals fast nur Nationalspieler bei 60. Und ein Marco Hiller verkraftet es einmal nicht auf der Bank zu sitzen und geht dann gleich zu den Medien, zu uns. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und dass er dann kokettiert damit, dass er sich Gedanken machen muss um seine Zukunft. 2 Wochen zuvor hat er noch gesagt, er könnte sich vorstellen, 10 Jahre bei 60 zu bleiben. Also, das ist nicht korrekt aus meiner Sicht und da lasse ich mich auch nicht von meiner Meinung abbringen. Und dann eben dem Trainer den schwarzen Peter zuzuschieben in dieser Geschichte, Hiller, ja, habe ich prinzipiell kein Verständnis dafür. Da hat er sich ein bisschen wichtig gemacht, Marco Hiller. Überhaupt keine Frage. Ein bisschen zu wichtig, ein bisschen zu groß. Das ist definitiv Wir so. müssen ja auch mal sagen, Tobi, was hat Marco Hiller denn bis jetzt bei 60 München erreicht? Ja. Er ist von der 4. Liga in die 3. Liga Er aufgestiegen. hat eine überragende Saison gespielt. Ja, aber der junge Mann ist 26 Jahre alt. Also ich weiß nicht, hatte die Möglichkeit auch zu Schalke 04 zu wechseln vor 2, 3 Jahren. Und das sagt für mich auch was aus. Natürlich zum einen, auf der einen Seite natürlich die Loyalität gegenüber 60 München, aber zum anderen auch, er will sich vielleicht nicht mehr besser messen. Ja, Fußball ist Konkurrenzgeschäft und das weiß man, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Und deswegen hat mich das wirklich sehr, sehr irritiert. Natürlich, wir als Medien sind natürlich dankbar für solche Geschichten. Aber wenn ich jetzt Mitspieler wäre von Marco Hiller, würde ich mir auch meinen Teil denken. Natürlich kann man dann auch mit einbauen, ja, Maurizio Jacobacci hat mir kurz zuvor das Vertrauen ausgesprochen, aber ich muss diese Leistung dann auch am Ende bestätigen. Ja? Und mit der Leistung in Pippins Ried hat er eigentlich auch das Vertrauen vom Trainer aus meiner Sicht missbraucht. Ja, bin ich bei dir, den Fehler hat er gemacht und dementsprechend war das absolut leistungsgerecht, dann den Richter wieder zu bringen. Überhaupt keine Frage. So, jetzt dreh dich mal um hinter deiner linken Schulter. Hör mal, wer das ist. Siehst du den? Dreh ich mal um. Da, linke Schulter. Linke Schulter da auf dem Bildschirm. Deine linke Schulter. Hier. Ja, genau. Dreh ich mal Das um. ist da die Birovka. Ja. Ja. Dran, da steht er, Daniel Birovka. Es passieren ganz, ganz verrückte Geschichten an der Grünwalder Straße. Es wird ein Sportdirektor dreimal vorgeschlagen und dreimal abgelehnt und beim vierten Mal wird er dann Geschäftsführer. Es gibt einen Trainer, der entnervt unter Tränen hinwirft, weil er rausgemobbt wird. Und dann 2 Trainer später ruft man den wieder an und sagt, du, wie wär's denn? Hast du Zeit? Kommst vorbei? Ich kann natürlich jetzt schon Fans verstehen, wie gestern bei dir, ne, Insta Live, die dann sagen, das ist eine Unverschämtheit, den überhaupt nochmal anzurufen. Also allein diese Frechheit zu besitzen, den nochmal anzurufen. Aber wer das für Daniel Birovka, der abgesagt hat, im Übrigen, der abgesagt hat, wäre das für ihn nicht die Riesenchance gewesen, zu sagen, so, ihr seid mal auf der Nase rumgetanzt. Ihr habt gemeint, ihr könnt mir irgendwie veräppeln an Abführung, aber jetzt zeige ich es euch, Freunde. Dann habe ich aber auch mal mehr Macht als damals. Wäre das nicht für ihn eine perfekte Situation gewesen, um dann diese Sachen, die ihm damals nicht möglich waren, dann tatsächlich umzusetzen und zu sagen, so, jetzt bin ich aber der Chef und jetzt ist mal Ruhe hier.
Absolut, Tobi. Vor allem, er hätte wahrscheinlich die Fehler, die er gemacht hat, damals nicht wieder wiederholt. Ich finde es persönlich schade, dass er diese Chance nicht beim Schopfe gepackt hat. Ich hätte es ihm zugetraut, dass er nicht nur auch die Fans wieder vereint, aber vor allem auch die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringt. Das hätte ich mir auf jeden Fall zugetraut. Deswegen finde ich es schade, dass er diese Anfrage nicht positiv bestätigt hat. Aber wie gesagt, jetzt geht das Leben weiter. Jetzt muss man eben einen Nachfolger für Maurizio Jakobacci finden, der auch passt, zu dem Verein auch passt und vor allem auch weiß, was ihn hier erwarten wird. Und es wird nicht leicht, einen guten Mann zu finden. Das ist auch klar. Und ich habe nochmal zurückzukommen auf Maurizio Jakobacci, da habe ich gelesen, ja, also er hätte 60 nicht verstanden, also beziehungsweise auch die Politik des Vereins. Also er war der Trainer, der es am schnellsten verstanden hat. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Innerhalb von 2 Monaten war ihm bewusst, wo er da gelandet ist, in welchem Verein und worum es hier geht bei 60 München auch. Aber er war ja mehr oder weniger allein im Sportbereich. Das muss man ja auch sagen. Ich glaube nicht, dass er hier sich mit zum Beispiel mit Stefan Lex austauschen konnte, weil sonst war ja im Sport keiner mehr da. Ja, Günter Gorenzel, wissen wir alle, hat im Juni den Verein verlassen. Marc Pfeiffer kommt prinzipiell aus dem kaufmännischen Bereich. Ja, sonst ist keiner da, mit dem er sich austauschen konnte. Er hat auch keinen eigenen Co-Trainer mit dabei gehabt. Also der Trainer, aus meiner Sicht, wurde ja schon im Stich gelassen hier bei 60 München. Und es war ja auch, wie soll ich sagen, provoziert auch, ja, mit dieser Politik vom Dezember weg, die Vertragsverlängerung mehr oder weniger von Günter Gorenzel. Und dann eben diese Entlassung von Michael Köllner und dann Günter Gorenzel plötzlich Cheftrainer. Und dann ist eigentlich wenig dafür gemacht worden, dass man für diese Saison eine gute Mannschaft aufbaut. Ich will nur erinnern an Jannik Deichmann, an Marius Wörl, der heute auch übrigens ein sehr gut. Das haben wir erzählt. Du hast ein gutes Stichwort gesagt, nämlich, dass er ja mit der Schnellste war, der es am schnellsten kapiert hat von den letzten Trainern, was da abgeht an der Grünwalder Straße. Wer ein bisschen länger gebraucht hat, was abgeht, sind überörtliche Medien. Aber mittlerweile scheint es irgendwie geschnackelt zu haben, was da abgeht bei 60 München. Nachdem die Welt vor einiger Zeit berichtet hat, was da so läuft an der Grünwalder Straße 114, hat es jetzt auch, ja, so macht es den Anschein, die Sportbild getan mit einem Interview mit dem Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik, der natürlich geschimpft hat, der natürlich gesagt hat, im übertragenen Sinne, ich habe die Schnauze voll, da auf diese Nadelstichpolitik, die es da seit Jahren gibt. Das Interessanteste vielleicht an der Aussage oder an den Aussagen von Hasan Ismaik, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann wird es für den einen oder anderen eventuell peinlich. Aber so richtig rausgelassen hat er nichts. Ja, so richtig rausgelassen hat natürlich noch nichts, Tobi. Ich habe auch viele Unterlagen eben, wo sehr, sehr belastend sind für einige Herrschaften beim TSV 1860 München. Du kennst ja selber jetzt diese Nadelstich-Politik-E-Mail, worüber wir irgendwann jetzt demnächst sprechen sollten. Und ja, und so kann man einfach nicht mit seinem Partner umgehen. Und ich glaube nicht, dass das. Diese E-Mail ist von 2017, also das ist quasi der Ursprung sozusagen, ja. Und was man vorgehabt hat mit Hasan Ismaik. Und ich muss auch sagen, ich würde genauso reagieren wie Hasan Ismaik, ja. Also er hat sich zurückgenommen, hat sich das angeschaut, hat jetzt 6,5 Jahre feststellen müssen, es wird keinen Deut besser mit diesen Herrschaften. Ja, und jetzt kann er sich natürlich, ja, jetzt kann er ein bisschen schmunzeln, ist zwar bitter, weil es geht ja um unseren Verein, ja. Aber er hat wahrscheinlich recht behalten, ja. Und ich finde es gut, dass die überregionale Medien bzw. die Springerpresse jetzt endlich darauf einsteigt, weil hier in München, also ich erwarte mal, ich kann zumindest sagen, dass früher zu den großen Boulevardzeiten in München anders gearbeitet wurde und dann einfach mal Und auch dazu möchte ein ich nur was bisschen. sagen. Dazu möchte ich was sagen, weil es ist so lustig. Ich finde es so witzig. Es gab in den letzten 6, 7 Jahren wahrscheinlich 100.000 Artikel der Münchner Presse, die meistens nicht so durchgeblickt haben, wie es tatsächlich ist. Jetzt gibt es von diesen 100.000 Artikeln zwei,
von der überörtlichen Presse und plötzlich schreibt ein Fanblog, das ist eine tendenziöse Berichterstattung. Ich finde es sehr witzig, muss ich sagen. Die haben mich fast weggeschmissen. Ja, aber wir kennen doch unsere Freunde da. Also man muss sich nur die Zahlen anschauen von denen, weiß man Bescheid. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Und man weiß auch, warum die gegründet wurden. Und ja, mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen, Tobi. Und ich hoffe wirklich, dass der Springer Verlag dranbleibt an dieser Thematik bei 60 München, weil es ist eigentlich an der Zeit, dass es jetzt einen Kurswechsel geben muss bei den Löwen. 6,5 Jahre, da haben sind andere von der Bayernliga bis in den Europapokal marschiert, in kürzerer Zeit sogar. Also man kann erfolgreich arbeiten und man muss es nicht auf Hasan Ismail schieben, weil der hat sich rausgenommen. Wir kennen ja diesen bekannten Spruch damals von Vizepräsident Hans Sitzberger, der gesagt hat, jetzt können wir alles alleine machen. Ja, das habe ich gesehen in den letzten 6,5 Jahren, was 60 München wirklich alleine machen kann. Und was mich auch sehr wundert, Tobi, der Präsident Robert Reisinger hat zuletzt in einem Text, wurde ja zitiert von der TZ, dass er eher gespannt sei, wer denn jetzt die Verantwortung für diese Saison übernehmen wird. Ja, also jetzt muss man sich schon mal fragen, das Organigramm bei 60 München, er ist der oberste Repräsentant des Vereins, er ist der Präsident. Und man kann sich nicht nur in den schönen Tagen hinstellen und oben auf dem Bus scheiß FC Bayern schreien nach dem Aufstieg in die dritte Liga, sondern muss auch mit anpacken, wenn es mal nicht so läuft. Und dann kann ich nicht mehr oder weniger den Fokus auf andere Menschen legen, sondern muss auch dann mir selbst eingestehen, dass es vielleicht nicht so gut war, was ich in den letzten Jahren hier gemacht habe. Der Punkt ist ja der, also ich bin selber ein selbstkritischer Mensch. Ab und zu täusche ich mich mal und dann sage ich das auch. Wenn ich es dann sage, dann werde ich dann irgendwie in irgendwelchen Kommentarspalten kritisiert. Ja, was labert denn jetzt? Redet er anders? Ja, also dann sage ich einfach nur, ich habe mich getäuscht. Sorry, es war ein Fehler von mir. Ich habe mich geirrt. Wenn man das heutzutage nicht mehr sagen darf, dann weiß ich nicht. Ich glaube, dass das noch ein Zeichen von Größe ist, wenn jemand sagt, ja, sorry, also da ist es jetzt in Vergangenheit nicht so gelaufen. Aber das habe ich vom Präsidenten noch nie gehört. Also er macht ja alles richtig und Verantwortung übernehmen muss er. Macht natürlich, weil er ist ja der Beste. Er macht natürlich alles richtig, weil er ist so ein erfahrener Mensch. Er wird im Januar 60 Jahre alt und er hat schon alles erlebt. Und vor allem im Fußball hat er ganz große Erfolge gefeiert. Und da muss man einfach mal sich mal einen Spiegel anschauen. Ja, was habe ich eigentlich geleistet für 60 München in den letzten 6,5 Jahren? Und seine Bilanz ist sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Und vielleicht sollte man auch mal in sich gehen, dass man vielleicht seinem Verein auch einen Gefallen tut und einfach mal zurücktritt. Das muss ich ganz deutlich sagen, weil so kommt 60 München nicht weiter. Und jeder hat gesehen, ja, warum und weshalb 60 nicht vorankommt. Und die Beziehung unter den Fans ist eine Katastrophe. Ja. Und das kann man nicht dann nur auf einen Block aus seiner Sicht lenken sozusagen und dann auch behaupten, dieser Mensch sei kein Journalist und ja, also ich finde es immer wieder lustig einfach, ja, also mir macht das ja irgendwie, macht mir das ja Spaß, mit dem Herrn Reisinger zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Früher war es halt so, da haben sich die Leute gestellt, aber er stellt sich aber gar keinen, er stellt sich weder beim Magenta Sport, er stellt sich nicht beim Bayerischen Fernsehen, es war einmal. Beim Wochenanzeiger stellt er sich. Ja, beim Wochenanzeiger, da muss er sich natürlich stellen, ist klar. Und wir kennen ja auch die Hintergründe vom Wochenanzeiger. Aber darauf will ich gar nicht eingehen, Tobi. Es gibt ja auch sehr interessante Interviews auch von Robert Reisinger im Wochenanzeiger, die schon 10, 11, 12 Jahre alt sind. Ist auch ganz interessant, was er da so gesagt hat damals. Habe ich mir auch alle mal runtergezogen. Man weiß ja nie, ob die nicht irgendwann mal dann nicht mehr zu lesen sind. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man da einfach mal zurückgeht. Und ich glaube schon, dass ich einer bin, der, ich springe nicht links, ich springe nicht rechts, ich immer geradeaus. Und ich habe das leider prophezeit, was 60 München erwarten wird. Und leider ist es so eingetreten, zum Leidwesen der vielen, vielen Fans von 60 München, die leiden, die Leute leiden. Aber offenbar ist es gewissen Leuten bei 60 München egal. Und dass man eben Kapital braucht, das ist auch klar. Und wenn der Präsident so mächtig wäre, dann frage ich mich, warum er denn nicht bei Horst Held 50+1 gezogen hat und bei diversen anderen Themen. Und ja, muss man sich einfach mal hinterfragen. Und 60 München hat bis heute keinen Sportgeschäftsführer oder keinen Sportdirektor. Und das ist alles zulasten des Profifußballs des TSV 1860 München. Du hast gesagt, auf der Tribüne sind die Fans zerstritten. Was man so gehört hat, Olli, sind auch hinter den Kulissen so ein bisschen auf der sportlichen Ebene
die Fetzen geflogen. Es war schon für den einen oder anderen ein bisschen überraschend, dass auch Stefan Reisinger gehen musste als Co-Trainer. Das hat viele überrascht. Kannst du dazu was erzählen? Was kann ich dazu erzählen? Ja, also ich glaube nicht, dass es Stefan Reisinger gefallen hat, dass er zum Beispiel mehr oder weniger, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass er das fünfte Rad am Wagen war in den letzten Wochen und Monaten, dass er zum Beispiel die Spiele von der Tribüne aus anschauen musste für die Analyse, um schnell zu reagieren. Ich persönlich fand den Schritt richtig, dass man eben oben einen hat auf der Tribüne, der das theoretisch korrigieren kann. Und dann natürlich ist Stefan Reisinger einer, der natürlich irgendwann mal Cheftrainer sein will. Und er war ja schon mal Kandidat, wie gesagt, nach dem Aus von Michael Köllner. Und vielleicht hat sich Marc Pfeiffer gedacht, bevor ich mir da jetzt eine weitere Baustelle aufmache, weil er möglicherweise beleidigt ist, dass er es wieder nicht wird, beurlaube ich ihn. Und ich persönlich finde Stefan Reisinger einen guten Kerl, ja, absolut. Ich traue ihm auch zu, dass er irgendwann mal Trainer in der dritten Liga ist, aber es hat irgendwie nicht gepasst und ja, dann muss man sich trennen. Ich persönlich bedauere es, weil mit Stefan Reisinger konntest du immer ein bisschen lachen, außerhalb der Arbeit sozusagen, wenn man mal einen Schmäh ein bisschen blöd anredet jemanden. Also, weil ich kenne ihn ja auch schon lange. Also, ich mag ihn. Ich finde es schade, dass er gehen musste, aber ich bin nicht in der Situation von Marc Pfeiffer. Der wird gewusst haben, warum er sich zu dieser Entscheidung hinreißen hat lassen. Ja, und jetzt eben muss der Verein die Zeit noch überbrücken mit Frank Schmöller. Soll man vielleicht mal zu ihm kommen, was das für ein Mann ist, Tobi? Ja, ja, absolut, absolut. Das wäre logischerweise jetzt das Thema gewesen, das interimsmäßig jetzt also der Reservetrainer übernimmt, Frank Schmöller, der logischerweise große Erfahrung hat, beim HSV gespielt hat, ja, große Lehrmeister hatte auch, klar, aber er hat eines nicht, die FIFA-Lizenz, und dementsprechend darf er nicht in der dritten Liga dauerhaft trainieren. Ja, er hatte ja prinzipiell eine ganz andere Lebensplanung, ja, Tobi. Also er hat sich ja, oder war ja immer Amateurtrainer, ja. Er hat ja auch da Erfolge gefeiert, das muss man ihm lassen. Er war bei Ismaning, war er Bayernligameister, ist aufgestiegen mit dem Verein in die Regionalliga, hat auch, ist Bayernligameister geworden, damals mit Pullach, glaube ich sogar zweimal, wenn mich nicht alles täuscht, im Tor damals Michael Hoffmann. Also der weiß, wie Amateurfußball funktioniert, und ich habe ihn heute gefragt in der Pressekonferenz, ob denn das eine große Umstellung für ihn sei. Er hat es, sage ich mal, charmant umkurvt gesagt, ja, also das Tor steht genauso bei den Profis wie bei den Amateuren, und es spielt 11 gegen 11. Also ja, es war eine freche Antwort, eine gute Antwort aus meiner Sicht, und wie gesagt, er hat einen guten Lehrmeister. Er hat 84 bis 86 hat er zeitweise unter Ernst Happel gespielt. Ernst Happel ist einer der größten Trainer, die in der Bundesliga gearbeitet haben. Hat auch eine große Vergangenheit, ist vor allem auch das große Vorbild von Peter Backholt. Also da hat er schon mal ein bisschen was mit auf den Weg bekommen. Und ich schaue auch des Öfteren auch die U21 an. Zwar jetzt nicht mehr so oft, weil sie ja eben in Kirching spielen, die Auswärtsspiele, oder sie sind nur die Heimspiele. Aber was mir vor allem immer auffällt, ja, die Mannschaft von ihm spielt besser, wenn zum Beispiel die Profis von oben nicht dabei sind. Und das spricht für seine Arbeit mit jungen Spielern, muss man so sagen. Natürlich, du kennst auch meine Meinung, ich halte es von der Bayernliga nicht so viel. Das ist fünfte Liga, das ist prinzipiell ist das Hobbyfußball. Und als zweite Mannschaft, als Zweitvertretung von 60 München, sollte man natürlich da immer vorne mitmischen, das ist auch ganz klar. Ja? Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Zahlungen im Vergleich zu früher, zu den Zeiten, wo ich gegen 60 Amateure gespielt habe, natürlich ganz anders sind. Die Spieler heutzutage verdienen bei 60 München eigentlich kaum Geld. Das die haben nebenbei ein Studium oder sonst was, und früher waren es teilweise dann schon Spieler mit dabei, die auch in der Bundesliga damals bei Werner Lorenz zum Einsatz gekommen sind, unter anderem Timo Janjali. Oder Ciro Gospic zum Beispiel war so eine alte Ikone der Löwenamateure. Gegen den musste ich auch ein paar Mal spielen. Und ja, also das hat sich schon verändert. Und aber er macht gute Arbeit. 60-2 ist in die Winterpause gegangen auf Platz 4. Ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wer erster ist, aber zweiter ist der TSV Landsberg mit Sascha Mölders. Prinzipiell
macht er einen guten Job bei 60 München und er hat sich auch mal verdient, dass er einfach mal in den Fokus gerät und jetzt kann er eben beweisen, dass er es auch im Profibereich kann. Schade, dass jetzt das Spiel am Samstag gegen Rot-Weiß Essen ausfällt. Ja, das ist die nächste Geschichte. Kommen wir gleich zu. Ich möchte nur noch mal anschließen, ein Thema. Der große Favorit, so hört man jetzt raus unter den Fans, ist jetzt Tobi Schweinsteiger, mit dem ich auch schon zusammenarbeiten durfte, kommentieren durfte auf der Zone, ist beurlaubt worden in Osnabrück, hat da, nachdem Osnabrück letztes Jahr ganz schlecht dastand, eine unglaubliche Rückrunde gespielt, aufgestiegen, tja, und jetzt ist er eben wegen Erfolglosigkeit dann entlassen worden. Der ist von der TZ auch gefragt worden, wie schaut es denn aus? Sie sind Mitglied bei 60 München, das wäre doch perfekt. Mitglied ist er nicht bei 60 München, sondern er ist Mitglied in einem Fanclub, die Wendelstein München. Okay. Das wäre korrekt. Okay, dann wird es immer wieder falsch wiedergegeben. Also bei einem Fanclub ist er Mitglied. Genau, und dann hat er gesagt, ja, aber er muss irgendwie das Aus in Osnabrück jetzt irgendwie noch verdauen. Übrigens, Schwaben Augsburg, Tabellenführer Bayernliga vor Landsberg, Heimstetten, Dritter und Vierter, 60 München 2, das noch der Vollständigkeit halber. Also Tobi Schweinsteiger, das wäre natürlich ein Kandidat, der würde auch super gut passen, aber was muss 60 München tun, um den tatsächlich dazu zu bringen, an der Grünwalder Straße zu unterschreiben? Schwierig, Tobi. Weil prinzipiell halte ich Tobi Schweinsteiger natürlich für einen sehr interessanten Namen. Ich kenne ihn natürlich auch durch meine langjährige Tätigkeit bei der Abendzeitung früher und habe auch selber gegen Fußball gespielt. Er damals beim SV Nussdorf, ich damals beim SV Kirchhain-Schöring. Also wir waren direkte Gegenspieler. Daher kenne ich ihn auch, daher kenne ich auch die ganze Familie Schweinsteiger. Und ja, also ich könnte es mir gut vorstellen, weil er ist so ein Lokalmatador in Anführungszeichen, hat zwar noch nicht so viele Stationen gehabt, aber weiß sehr, sehr gut mit jungen Leuten umzugehen. Und der Name zieht. Er ist ein hochintelligenter. Der Name zieht natürlich auch, ne? Natürlich. Und wer es weiß aus der Vergangenheit, Basti Schweinsteiger hatte immer Sympathien auch für 60 München gehabt. Der war ja früher oft in der Allianz Arena auch zu Gast bei den Löwenspielen. Auch an der Grünwalder Straße, also, nach dem Abstieg, hat er sich oftmals Karten organisiert und hat dann zweite Liga an der Grünwalder Straße geguckt. War auch damals dabei. Das weiß ich gar nicht mehr, Tobi. Ich weiß nur, dass Basti des Öfteren in der Allianz Arena war und wir haben uns oft unterhalten über 60. Also der hat da wirklich Sympathien für den Verein. Wie überhaupt die ganze Familie Schweinsteiger. Ja? Das ist nicht so, dass das Rote sind. Es gibt da einige Fans, die schon wieder sagen, was will denn der Rote bei uns? Also ich will nur mal erinnern, Daniel Birovka, Roter, ja, rote Vergangenheit. Harald Czerny ist unser Rekordspieler. Und da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die früher bei Bayern München waren, unter anderem Manni Schwabel, der ja dann auch Kapitän war bei 60 München. Also das zählt für mich nicht. Und außerdem, es gibt, wenn ich dann immer höre, ja, also wie wir gegen Unterhaching gespielt haben, das ist kein Derby. Ja, was ist für 60 München überhaupt so ein Derby? Gegen Bayern München werden wir, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren nicht mehr in derselben Liga spielen, wenn sich nicht schlagartig was ändert bei 60 München. Und deswegen gibt es prinzipiell für uns dann gar kein Derby. Also, dass sich dann ausgerechnet diese Fans dann immer darüber echauffieren, dass ein Spiel gegen Unterhaching kein Derby wird, da kann ich mich totlachen. Also, ja, da müsst ihr mal was dafür tun, dass unser Verein wieder besser wird, sportlich besser wird. Ja? Und dann, weil ich kann euch sagen, ich habe das oft genug erlebt, unter anderem 27. November 1999, dieses Derby werde ich mein Leben lang nicht vergessen, 1-0 Thomas Riedel, ich habe geweint. Als Reporter, ich war durch, nach 22 Jahren hat 60 München wieder ein Derby gegen den FC Bayern gewonnen, aber hochverdient auch noch, das Spiel kann auch 5-0 ausgehen. Und das sollte der Maßstab von 60 München sein und nicht hier, dass man in der dritten Liga dann vielleicht mal wieder gegen Bayern München 2 spielt und dann auch verlieren muss. Als wir gegen Regensburg abgestiegen sind und dann durchgereicht wurden in die Regionalliga, Paderborn hat den Klassenerhalt deswegen am grünen Tisch klargemacht, sind dann im nächsten Jahr in die zweite Liga aufgestiegen, ein Jahr später in die Bundesliga. Also das ist schon alles möglich. Wo mir übrigens Angst wird, ist, wenn wir beide gleichzeitig in genau dem gleichen Augenblick den Namen Harald Czerny sagen. Jetzt wird es dann echt beängstigend. Bei uns beiden. Wir wollen noch ganz kurz zum Schluss sprechen, Olli, über das geplante Spiel gegen Rot-Weiß Essen, das nicht stattfinden kann. Es hat zum letzten Mal am Samstag geschneit in München. Am Samstag. Ja, und es zeigt halt wieder mal, wie marode
dieses Stadion ist, wie untauglich dieses Stadion ist. Es geht nicht um den Platz, der ist okay. Nur die Tribüne, die ist jetzt vereist, weil kein Dach drüber ist, weil einfach alles alt ist, die Zuwege, die Tribüne, das ist einfach gefährlich. Und da hat am Mittwoch jetzt der DFB schon entschieden, das geht nicht. Also da muss doch der Letzte merken, dass dieses Stadion einfach nicht mehr zeitgemäß ist. So schaut's aus, Tobi. Also meine Kritiker sagen ja auch, schau, das Spiel der Bayern gegen Union Berlin ist ausgefallen, aber da muss man auch mal sagen, wann ist das Spiel abgesagt worden und warum ist dieses Spiel abgesagt worden? Weil eben in die Allianz Arena mehr als 70.000 Zuschauer kommen, ja, und die Anfahrtswege waren einfach voller Schnee, ja. Offenbar hat keiner damit gerechnet, dass es schneien wird. Aber wir haben ja jetzt eine Woche dazwischen sozusagen. Es hat ja nicht mehr geschneit. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass, wie gesagt, seit einer Woche hat es nicht geschneit und trotzdem kann man nicht spielen, weil aus meines Wissens eben 60 München auch das kleine Paket hat, dass sie kostengünstiger aus dieser Nummer rauskommen, in dieser Vereinbarung mit der Stadt München. Denn wie wir aus der Vergangenheit wissen, hat immer der Vizepräsident Hans Sitzberger auch mitgeholfen, hier mit anzupacken und auch die Westkurve freizumachen mit fleißigen Helfern aus der Fanszene. Und warum das jetzt nicht so weit gekommen ist, das kann ich nicht beurteilen, weil wir wissen natürlich auch, dass in München teilweise noch nicht die Trambahn fahren, weil viele offenbar überrascht waren, dass wir ein bisschen Schnee haben. Und es ist so, es ist traurig und aus meiner Sicht hat es wenig mit Profifußball zu tun. Gar nichts, gar nichts. Eine Woche später, nach dem Schneefall, kann nicht gespielt werden im Stadion an der Grünwalder Straße. Es ist völlig irre. Es ist völlig... Also ich kann mich eigentlich an sowas noch gar nicht erinnern, dass es sowas in den letzten 30 Jahren gab. Ich weiß, einmal eine Spielabsage im Olympiastadion wegen den Schneemassen gegen Borussia Dortmund. Da war es aber auf dem Dach das Problem. Das ist genau, da war es auf dem Dach das Problem. Aber ich kann mich an so eine Absage, ich kann mich an eine Absage erinnern gegen Buchbach, wo das Licht dann, glaube ich, ausging in der Regionalliga. Saison, aber korrigiere mich, wenn jetzt noch irgendeine Absage war. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, außer natürlich die Corona-Zeit, aber dass jetzt wirklich ein Heimspiel im Grünwalder Stadion ausfallen muss, wegen den Wetter oder Witterungsbedingungen, das kann ich nicht nachvollziehen und das verstehe ich nicht und das ist für mich hochgradig amateurmäßig, so deutlich muss ich das sagen. Und weil dann, wie gesagt, meine Kritiker sagen, ja schau, in der Allianz Arena, da ging es auch nicht, aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Wie gesagt, da kam über Nacht dieser Wintereinbruch und jetzt ist eine Woche dazwischen und nichts geht hier und die Wetterprognosen sind eigentlich positiv bis zum Wochenende. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, dass, wie gesagt, dieses Spiel schon am Mittwoch abgesagt wurde. Natürlich für die Fans von Rot-Weiß Essen ist es natürlich erfreulich. Jetzt wissen sie, die müssen nicht nach München anreisen, das ist natürlich positiv, aber für mich hat das natürlich ein gewisses Geschmäckle und zeigt auch, dass dieses Stadion einfach nur mal zeitgemäß ist, beziehungsweise auch hier in der Stadt, was ja immer auch viele Leute feiern. Und wenn man halt Platz hätte, klar, wir wissen auch, dass unser Verein in einer der populärsten Städte der Welt zu Hause ist. Und da ist es halt mit dem Platz nicht so einfach. Und aber trotzdem, wenn ich dann sehe, das Olympiastadion wird jetzt Weltkulturerbe ins Weltkulturerbe aufgenommen. Ja, dann sieht man einfach mal, was wir für Möglichkeiten eigentlich hätten, aber bei uns ist es immer so, wenn wir da sind, dann wird Grünwalder Stadion geschrien, wenn wir in der Allianz Arena sind, wird Grünwalder Stadion geschrien und das, eine kleine Gruppe, ja, macht diesen Verein lächerlich. Sorry. Absolut, das war das Schlusswort der heutigen Ausgabe. So, wenn es irgendwie neue Rauchzeichen gibt an der Grünwalder Straße, dann ja, schauen wir, dass wir für euch wieder da sein werden. Wir haben noch was, da sollten wir auch noch drüber reden kurz. Der Verein hat heute bekannt gegeben, Joel Schwarz macht seine Reha außerhalb von München, was auch immer das bedeuten soll. Ich finde es sehr schade, dass 60 seit Wochen nicht weiterkommt mit Joel Schwarz und jetzt eben macht er seine Reha oder sein Programm außerhalb von München. Macht mir auch ein bisschen nachdenklich, ehrlich gesagt, weil ich glaube schon, dass man Joel Schwarz zum einen braucht und zum anderen vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht noch genauer darauf schauen hätte sollen, was wirklich los ist. Und das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob alle immer im Bilde waren bei Joel Schwarz, was wirklich los ist. Ich bedauere das natürlich, weil 60 mehr oder weniger ohne Stürmer spielt momentan und deswegen steckt 60 auf Platz 15 fest.
Und ja, und nochmal zurück zu Maurizio Jakobacci. Ich bedauere es menschlich vor allem, aber leider ist es so, dass Fußball leider auch ein Geschäft ist, wo es halt um Punkte geht. Und er hat einfach zu wenig Punkte geliefert. In 17 Spielen nur 20 Punkte, das ist deutlich zu wenig. Und da ist man trotz dieser katastrophalen Situation im Sommer einfach hinter den Erwartungen. Und dann musste man als Verein leider reagieren. Und ich hoffe, dass es jetzt Frank Schmöller die letzten zwei Spiele in diesem Jahr besser macht und dann der neue Trainer dann mit voller Kraft dann im Januar beginnen kann. Neuer Termin steht noch nicht fest. Nochmal kurz zu Zwarz. Das, glaube ich, ist das gleiche wie bei Wilsch damals. Also ich habe da schon ein bisschen Schiss, dass das. Das ist ja nicht bestätigt, Tobi. Das muss man schon festhalten. Also, das ist nicht bestätigt. Wir können da nicht reinschauen, was wirklich los ist. Ich habe ihn mal beobachtet, ich glaube, vor 2 Wochen hat er hinten mit Fitnesstrainer Jörg Nicolai trainiert. Dann hat er sich immer wieder so an die Leiste gefasst. Also, es könnte natürlich möglich sein, aber wie gesagt, wir sind keine Ärzte. Wir können da nicht draufschauen. Wir haben keine Röntgenbilder, wir haben kein MRT. Also, ich wünsche ihm nur das Beste, weil prinzipiell hat er Riesenanlagen. Das sieht man einfach ganz deutlich, aber er muss fit sein, um 60 Minuten zu helfen. Das war's von uns. Das war's von Radio Serben. Bis bald hier bei uns. Abonniert uns weiter. Tschüss. Servus.